Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir unseren Charakter remodeln können. Das heißt, wir wollen übernehmen die Charakterzüge eines anderen NPCs von uns, mit dem ich in dem Fall jetzt schon eine ganze Zeit sowieso durch die Gegend gezogen bin und der für mich ein sehr guter Kämpfer ist, mit dem ich sehr gut klarkomme, und den möchte ich heute übernehmen. Eine Sache vorweg ist ganz wichtig: das funktioniert für euch nur dann, wenn ihr bereits hier mit dem Affen gekämpft habt und bereits diesen Punkt freigeschaltet habt. Das heißt, wenn ihr noch nicht so weit seid und noch nicht den Affen bekämpft habt, dann könnt ihr das leider nicht machen. Das wäre sozusagen Voraussetzung davor. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt hier einen Charakter habe, zum Beispiel hier auf dem Server, habe ich jetzt immer nur noch Doppelklinge gespielt. Der hat keinen Namen, ne? Bisher, aber ja, Doppelklinge ist wirklich ein guter Kämpfer. Und ich sage jetzt, ich möchte seine Werte kopieren sozusagen, möchte dann grundsätzlich diese Werte für meinen Charakter haben. Dann gehe ich hier in den mystischen Steintisch, gehe hier auf Umgestaltung und kann hier jetzt auf diesen Schalter gehen. Und wenn ich jetzt auf diesem Schalter bin, ihr seht, das braucht eine Menge Energie, also Maskenenergie, grüner Kristall, blauer Kristall und gelber Kristall. Also wenn ihr das dann alles beisammen habt, dann könnt ihr hier einen eurer NPCs auswählen, den ihr scannen wollt, um dessen Daten zu übernehmen. Und jetzt kann ich das hier mit Space bestätigen. Jetzt legt er sich da in den mystischen Steintisch rein und das wird jetzt einige Zeit dauern. Das Tiefenscannen dauert jetzt eine Stunde und in einer Stunde gucken wir dann, wie es weitergeht. Der erste Teil des Prozesses ist abgeschlossen. Ich habe Doppelklinge hier jetzt mal befreit von seiner Kleidung und jetzt gehen wir noch mal hier rein und auch alles andere aus dem Inventar genommen und gehen hier noch mal auf Umgestaltung und gehen hier in Stammesmitglied Daten scannen und kopieren. Jetzt kann ich hier diese Bioinformationen kopieren. Ich kriege hier noch mal eine Warnung, dass Doppelklinge eben zerstört wird, und bestätige das Ganze. So, Doppelklinge ist immer noch da. Schauen wir mal auf seine Daten. Er ist genauso wie er vorher war. Und ich habe aber alle seine Daten jetzt übernommen. Also ich habe jetzt seine Vorlieben und seine Macken mit natürlich übernommen. Ja, mag nicht besonders gerne arbeiten, aber das ist jetzt sozusagen mein neuer Charakter, mit dem ich jetzt spielen kann. Ich hätte das jetzt vielleicht noch nicht gemacht, wenn ich nicht dieses Video hätte machen wollen. Aber er ist wirklich ein sehr guter Charakter und ich habe ihn sowieso die ganze Zeit jetzt geführt gehabt. Also denke ich, das ist soweit in Ordnung. Genau. Ich kann aber natürlich hingehen und kann auch jederzeit wieder ein anderes meiner Stammesmitglieder hier einscannen und übernehmen. Das war, glaube ich, etwas, was in dem Update-Video einige falsch verstanden haben, dass sie gesagt haben, man kann das nur einmal machen. Nein, du kannst es also auch mehrmals offensichtlich machen. Ich könnte jetzt Ulf tiefenscannen und auf meinen Charakter übertragen. Ja. So, das heißt, ich habe mein Aussehen behalten. Du kriegst übrigens deine Kleidung wieder und habe jetzt im Grunde genommen zweimal diesen Kämpfer, wenn du so willst. Nämlich einmal mich selber und einmal eben ihn. Was du allerdings nicht machen kannst, du kannst ihn nicht wieder einspeichern. Das heißt, wenn er jetzt stirbt, dann ist er weg und ja, bei mir ist er leider mittlerweile nicht mehr im Team, sagen wir mal so. Das ist eine wirklich tolle Funktion, wie wir unseren Main Character verändern können. Und ich hoffe, dass euch diese Information weiterhilft und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.